Um an die Truhe da eben zu kommen, müsst ihr hier sprengen. Aber da ist nur Geld drin, deswegen mache ich's nicht. Weil wir brauchen kein Geld mehr, wir brauchen nichts mehr. Wir sind voll. Wir sind fertig mit allem. Nur noch später die beiden Herzteile holen. Also ich merke gerade an das Herzteil, was wir eben gesehen haben. Kommen wir auch erst, wenn wir auf dem Weg zum 8. Palast sind, ne? Stimmt. Stimmt. Naja. Egal. Oh Gott, hier... Ja, wow. War gerade leicht überfordert, falls man das nicht gesehen hat. So, wir können da nicht mit dem Vogel rüberspringen, denn wir können nicht aus dem... nicht den Screen wechseln, wenn wir mit dem Vogel fliegen. Weiß auch gar nicht, warum der uns immer noch verfolgt. Ist der nicht dann immer weg, wenn man den Schlüssel hat? Bin ich gerade offline? Bei mir steht offline, warte mal. Nee, doch nicht, oder? Nee, bin ich nicht. Okay, sehr gut. Geil, muss ich einmal kurz refreshen, weil das ist kacke, wenn der offline steht. ETF. Warum steht der offline? Finde ich nicht so cool. Hä? Alles klar. Will nicht, dass du offline stehst. Das irritiert mich sonst die ganze Zeit. Kann dann mal bitte wieder online stehen. Okay, dann lasse ich den Stream jetzt am besten einfach die ganze Zeit laufen, damit ich sehe, okay, er läuft noch. Alles klar. So. Gut, dann machen wir weiter schnell. Und... Nein! Och, scheiße, das wollte ich noch haben. Kann man das nicht irgendwie... Nein, kann man nicht, schade. Aber ich glaube, wir können es auch wieder seitlich öffnen, oder? Nein? Doch. Nice. Okay. Sehr cool. Zack. Und schon sind wir im 7. Palast, Leute. Im 7. verdammten Palast. Aua. Nice. So, das können wir jetzt hier erstmal alles besiegen. Kommt hier der Schlüssel, den wir brauchen, um hier hochzugehen. Und das... Jetzt steht das schon wieder offline, Alter. Was ist das? Ich glaube, das kann man... Irgendwie kann man den betätigen. Kann ich das nicht mit einer Bombe? Ich weiß, irgendwie kann man den betätigen. Ich weiß noch nicht wie. So? Auch nicht, schade. Okay, machen wir später. An die Truhe müssen wir vorerst nicht unbedingt zwingend ran. Das Item brauchen wir eigentlich, glaube ich, auch nur... Okay, für zwei Sachen brauchen wir es, glaube ich. Ich hätte erst das hier durchwerfen sollen. Geht das echt... Lol, was? Das geht? Ich war der Meinung, das geht. Okay, dann nicht. So, zack. Langrennen, nehmen. Ist das dein Herz? Oh Gott. Ich bin ein Held. Zack. Jetzt aber. Ist das dein Ernst jetzt? Okay. Jetzt fühle ich mich gerade ein bisschen verarscht vor dem Spiel. Aber gut. Ich bin nicht zu langsam, oder? Kann ja nicht sein. Okay, gut. Danke. Bam. Ich glaube, die braucht man nicht mal. Die Kugel braucht man nicht mal, um das zu... herunterzuhauen. Zack. Warum mache ich das? Wir bekommen hier, glaube ich, nur die Karte. Ja, Karte. Nice. Super. Stimmt, wir müssen da unten lang, ne? Dann erstmal das hier rüberwerfen. Rüberhüpfen. Hier rüberhüpfen. Kann man das nicht? Kann man das mit einer Bombe? Ich glaube, das geht mit einer Bombe. Nein. Okay.
geht nicht mit einer Bombe. Okay. Weiß ich Bescheid. Jetzt könnten wir rein theoretisch zurückgehen und uns die Kiste holen, aber lassen wir es mal dabei. Machen wir es mal nicht. Wir müssen nämlich die ganzen Säulen hier erstmal. Kaputt machen. Danke. Oh Gott. Zack. So, da müssen wir jetzt erstmal nicht lang, ne? Ich glaube nicht. Wir müssen doch zurück erstmal. Ja, machen wir so. Nein, wir können nicht zurück. Okay, gut. Dann machen wir es nicht so. Dann gehe ich... Stimmt, wir müssen... Oder müssen... Ich bin mir nicht mehr so sicher. Och Gottchen, ey. So, wir können hier das wieder auslösen. Das wollen wir aber nicht. Hier wollte ich auch nicht hin. Wollte ich hier runterfallen? Ich weiß es gar nicht. Scheint aber so, als ob ich das wollte. Oder? Nicht überhaupt auf dem richtigen Weg. Ach du Kacke, ey. Ja, bin ich. Okay, gut. Hier wollte ich hin. Hier wollte ich hin. Sehr gut. Danke. Sehr schön. So. Jetzt müssen wir nämlich erstmal hier hin. Warten. Warten. Nein! Ah! Okay, das war dumm. Ich glaube, ich sollte einfach... Ups. Einfach da stehen bleiben. Okay, stehen bleiben. Einfach hauen. So. Übrigens, das Ding hat sich jetzt da drin gefangen. Kommt da nicht mehr raus. Armes kleines Tuff-Tuff. So, wir müssen... Können erstmal hier eine Bombe legen. Können jetzt das da machen. Hä? Jetzt aber, komm. Danke. Zack. Moment, gab's nicht hier auch einen Trick? Gab's hier nicht einen Trick? Irgendwie? Kommt man nicht irgendwie... Schade, nein. Okay, da müssen wir nämlich später hin. Wir müssen jetzt erstmal die Kugel auf die andere Seite kriegen. Das machen wir, indem wir hier mit der Kugel lang gehen und sie da runterwerfen. Ganz einfach. Jetzt müssen wir wieder hier runterfallen. Aber nicht so behindert den Weg gehen. Einfach ganz normal hier lang. Hier hoch und diesmal aber hier unten lang gehen. Da ist ein kleiner Miniboss, der uns einen Schlüssel gibt. Die können wir... Die müssen wir besiegen, damit da hinten die Truhe auftaucht. Und jetzt... werfen wir das darüber. Wir den mal eben besiegen, um einen Schlüssel zu bekommen. Ich weiß gar nicht, inwiefern wichtig der Schlüssel später für uns ist. Danke. So, jetzt nochmal das Ätzende. Hier machen. Aber wir stehen bleiben und schießen. Einfach schießen, schlagen. Au. Da hätte ich vielleicht hüpfen sollen, aber egal. Okay, sehr gut. Jetzt hier long. Durch die Truhe können wir uns jetzt darüber ziehen. Anders würden wir dann nämlich nicht rüberkommen. Glaube ich.
Nee, mit den Pegasus Boots geht's, glaube ich, nicht. Dafür ist die... ist das zu weit. Oh, wow. Oh, geht das nicht auch irgendwie mit einer Bombe oder so? Irgendwie? Ups. Ach Mann, wie kann mir das denn passieren, Alter? Ist jetzt nicht dein Ernte? Ach Mann. Ich bin ein Held. Alter, wie habe ich das denn bitte gerade geschafft? Ich habe die Kugel aufgehoben und einfach eiskalt weggeworfen. Wir machen jetzt was anderes. Und zwar holen wir uns jetzt erstmal die Kiste, und zwar das Dungeon-Item dadurch. Oh, wow. Ey, einfach nur wow. Wow. Oh. Weg. Dungeon-Item holen. So. Zack. Nein, geh weg. Ah, geh doch weg. Hohes Viech. So. Mann, das regt gerade richtig auf. Das regt mich gerade richtig auf. Egal. Egal. Zack. Eigentlich kann man den auch irgendwie... Ich glaube, man kann das auch anderweitig, also die Säule auch anderweitig runterkicken, soweit ich das jetzt noch weiß. Irgendwie ging das. Jetzt habe ich den natürlich mit mir eingesperrt. Wie denn das denn? Wie denn das bitte? Hui. Okay. So, jetzt passiert mir das aber hoffentlich nicht noch einmal. Dann flippe ich aus, ey. Dann flippe ich aus. So. Gut. Oh mein Gott, wir haben es geschafft. Und dadurch sinkt jetzt einfach der komplette Turm eine Etage ab. Geil, ne? Finde ich auch. So, jetzt müssen wir... Hab ich den Eimer an... Echt? Wieso ist der... Hä? War der nicht sonst auch die ganze Zeit? Egal. Müssen wir halt noch mehr laufen? Ach, Alter, ich fass es nicht. Komm schnell, Link. Ja. Oh, lol. So, zack. 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 Einmal runterfallen. Wo komme ich jetzt eigentlich hin? Hier. Bin ich hier nicht sogar richtig? Ja, ne? Ja, alles klar. Okay, sehr gut. Jetzt einfach wieder hier weiterlaufen. So, hier lang. Könnt ihr mal auf... Ach, okay. Dann nichts auf Herz. Hätten wir uns nämlich Herzen gedroppt, soweit ich weiß. Ich... Nein, ist nicht richtig. Okay. Zack. So. Sehr gut. Bomben einsammeln, da müssen wir, glaube ich, nicht lang. Aber hier müssen wir lang. Und diesen hier besiegen. Hey, Jim, du willst zu mir? Okay, Jungs, kümmert euch um ihn. Ja, das ist unser Miniboss. Ich glaube, es ist egal, ob wir alle besiegen oder nicht. Wir müssen einfach nur nicht sterben. Ach Mann. So, kommt her. Der, ihr Lieben. Gib mir Geld, genau. So, hat er mich Miststück genannt? Echt jetzt? Arschloch. So, ich glaube, den müssen wir betätigen. Bin mir da echt nicht sicher, aber ich glaube schon. Hier dürfte der große Schlüssel drin sein. Genau. Sehr gut. So, und wir haben eigentlich noch einen Schlüssel, ne? Genau, wir haben noch einen Schlüssel.
Das heißt... Mehr müssen wir, glaube ich, auch nicht machen, ne? Die können wir raufhüpfen, um Herzen zu bekommen. Stimmt. Och ja, herrlich. Gib mir die Herzen. Gib mir die Herzen. Oh ja. Sehr nett von euch. Wofür habe ich jetzt nochmal den Schlüssel? Egal. Wir brauchen nur noch den großen Schlüssel. Den haben wir. Zack. Genug Herzen und... Wir sind beim Boss, Leute. Hier kommt der Vollstrecker. Bald wirst du es bereuen, auf der Welt zu sein. Jo. Nadler. Geier. Glaube ich. Oder so. Kann sein. Zack. Zack. Wir müssen jetzt mit dem Enterhaken müssen wir in die Schnauze. In die Schnauze schießen. Oh, ich habe mir gerade selber Schaden gemacht. Aua. Zack. Und jetzt kommt er von irgendeiner Seite, glaube ich. Und jetzt brauchen wir das Schild. Weil er jetzt nämlich diese Federn schießt, genau. Und die können wir nur mit dem Schild blocken. So, komm. So, zack. Ich weiß gar nicht, ob man ihn noch ein zweites Mal treffen kann. Ja, ich glaube schon, ne? Ah, okay, wenn ich es richtig timen würde, glaube ich. Okay, jetzt schießt er wieder Federn, genau. Bam! Okay, meine Energie, bin besiegt. Dich erwischt es auch noch, wenn der Windfisch aufwacht. Du und ich, wir sind sein Traum. Nein, ich nicht. Ihr ja. Ich nicht. Yeah! Uns fehlen nur noch zwei Herzen, Leute. Dann haben wir alle Herzen. So, jetzt müssen wir hier wieder rein. Die Tür ist jetzt offen und hier ist das Musikinstrument. Zack, zack. Ein cooles Keyboard oder so. Poseidon Orgel. Oh, eine Orgel. Alles klar. Wir können eine Orgel mit uns rumschleppen. Auf jeden Fall. So. Leute, die Musik der. Yo. Ich weiß, was zu tun ist. Oh. Das war jetzt nicht geplant. Egal. Geil. Falschen Weg gesprungen. Schön. Egal. Rennen wir halt den ganzen Weg nochmal hoch. Geil, ne? Richtig geil. Richtig, richtig geil. Wir können auch leider noch keinen Teleporter benutzen. Denn wir haben noch keinen weiteren oben auf dem Berg freigeschaltet. Und den schalten wir auch erst beim 8. Ballast frei. Das ist ein bisschen doof, ne? Was für den. Ich glaube, den muss man nicht mal benutzen. Ich glaube, der ist übel useless. Oder? Ja, ich bin der Meinung, den braucht man nicht mal. Ach, egal. Zack, zack. Okay. Einfach nochmal den Weg rennen. Alles klar. Easy, beasy, lemon, squeezy. Oh Gott, oh Gott. Ja, Triforce. Ball der Macht. Aber das hört jetzt schon wieder auf, ne? Nee, noch nicht. Okay. Cool. Ich glaube, wenn wir rausgehen. Ja. Wieso habe ich nicht die Pegasus Boots? Genau so. Zack. Und... Jetzt müssen wir weitergehen. So, hier oben hoch. Wie gesagt, wenn wir da rechts, also oben rechts, nochmal lang gehen würden, dann hätte man da eine Zaubermuschel gefunden, aber ja, brauchen wir ja nicht, ne? Gibt's da auch nicht mehr. Hilfe! Ah, die beiden Monster haben mich hier gebracht. Spring! Nein, ich meine, halt dich fest! Yeah! Danke, Dieb. Das war die Rettung in letzter Not. Sag, Dieb. Ach, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, aber Dieb. Darin! Darin! Da muss ich gehen. Jo. Ich wollte uns sagen, dass sie uns liebt, glaube ich. Du kennst das Mädchen, das die Ballade vom Windfisch vor dem Ei gespielt hat.
Lied, das Schlafende aufweckt. Ah, wollte sie etwa den Windfisch aufwecken? Das nächste Musikinstrument ist im Westen beim Reptilfelsen. Mit dem Lied kannst du den Stein zum Leben erwecken. Ich weiß.